Hat Michelle Hunziker tatsächlich einen neuen Mann an ihrer Seite? In einem Interview spricht sie nun Klartext. Ist sie nun in einer Beziehung, oder nicht? Michelle Hunzikers Liebesleben hat in den vergangenen Monaten für einige Schlagzeilen gesorgt. Im RTL-Interview mit Frauke Ludowig, 58, lüftet die Moderatorin nun ihren Beziehungsstatus. Die 45-Jährige ist aktuell Single. Michelle Hunziker genießt das Single-Leben. Hunziker und der Modeunternehmer Tommaso Trussardi, 39. Gaben im Januar 2022 nach 7 Ehejahren ihre Trennung bekannt. Die beiden haben 2 gemeinsame Töchter, Sole, 9, und Celeste, 7. Im Sommer beherrschten dann Liebesgerüchte mit dem Chirurgen Giovanni Angiolini hartnäckig die Klatschspalten. Eine offizielle Bestätigung gab es allerdings nie. Die Leute denken, ich hätte so viele Angebote, stellt Hunziker klar. Doch das sei gar nicht der Fall. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, haben die Leute auch ein bisschen Angst. Sie würden nicht unsympathisch oder aufdringlich wirken wollen. Weitere Kinder sind nicht ausgeschlossen. Außerdem sei sie inzwischen eine Frau mit 3 Kindern und 2 Ex-Ehemännern. Aus ihrer ersten Ehe mit Sänger Eros Ramazzotti, 58, stammt Tochter Aurora. Die 25-Jährige macht das Ex-Paar im April zu Großeltern eines kleinen Jungen. Es war so emotional, so schön, erinnert sich Hunziker an die Bekanntmachung ihrer ältesten Tochter zurück. Im gleichen Zug stellt sie fest. Selbst noch Mutter werden zu können. Warum nicht? Ich bin eine Mama-Person. Das Leben als Patchwork-Familie genieße Hunziker sehr, das macht so Spaß. Ihr Ziel sei es, wirklich harmonisch mit all den Leuten zusammenzuleben, die sie liebe und immer lieben werde. Ihr größter Wunsch sei es, dass eines Tages alle zusammen Weihnachten feiern.